Ich möchte Sie gerne einladen, mich auf eine Reise in die Dunkelheit und zurück ins Licht zu begleiten. Mein Gehirn agierte einfach, ohne dass ich mich wehren konnte, und der Auftrag war klar: Stirb. Doch das böse Etwas spielte mit mir wie mit einer Marionette und genau so fühlte ich mich auch. Der Tod als Puppenspiel und ich mittendrin im düsteren letzten Akt angekommen. Stille, sie schreit und wird laut. Terror, Luft anhalten, kein Entkommen. Wenn Vater und Mutter wie von Sinnen auf dich einprügeln, dann lernst du früh, ihre Gesichter zu lesen, wenn du überleben möchtest. Ich war 7 Jahre alt und war mir nicht sicher, ob ich den nächsten Geburtstag überleben würde. Ewig gut sein zu wollen, kostet Kraft, verändert die Psyche. Und mit den Depressionen aus Kindheitstagen, die lustig im Geheimen 4 Jahrzehnte vor sich hin wucherten, explodierten an diesem Tag über 40 Jahre Traumata. Jürgen beschimpfte mich, er weinte, er lachte, er versprach Dinge, er machte Pläne, er wollte dieses und jenes und seine Stimme wurde dabei immer leiser. Seine letzte Sprachnachricht war: Das ist der letzte Kuss. Und der Begriff des Selbstmordes wird mit einem Verbrechen assoziiert. Es gibt Opfer und Täter und Schuldzuweisungen machen Angehörige zu Tätern. Aber der schlimmste Zweifel von allen, quälend und bohrend bis heute, bleibend, vielleicht für immer: Ich war nicht gut genug, um weiterleben zu wollen. Ich war es nicht wert, mit einer Therapie zu beginnen. Und die Frage nach dem Warum hat er sich umgebracht, verändert sich auch zunehmend in ein: Warum lebe ich eigentlich weiter? Der eigene Tod würde nämlich die Trennung vom geliebten Menschen wieder aufheben. Und die wichtigste Aufgabe ist, die Wirklichkeit des Todes als Realität anzuerkennen, den Verlust auszuhalten und eines Tages wieder ein erfülltes Leben finden zu können. Es geht um Verantwortung und nicht um Schuld. Kann ein Angehöriger die Verantwortung dafür tragen, dass der Partner seinen Seelenzustand so gut versteckt hat, dass niemand etwas gemerkt hat? Nein, niemand trägt die Verantwortung für den Suizid eines Menschen und Schuld schon gar nicht. Und dann war da dieser mächtige und raumfüllende Gedanke. Da war kein Platz mehr für irgendetwas anderes in meinem Kopf und ich war umgeben von absoluter Stille und da war nur dieser Gedanke: Lauf um die Welt. Jeder einzelne Baum soll Mut machen und zeigen, dass es zu jeder Zeit eine Perspektive gibt, auch wenn man sie im Moment nicht sehen kann. Es lohnt, an sich und die Zukunft zu glauben und das Wollen stärker werden zu lassen, als das nicht mehr können. Seit diesem Tag bin ich der festen Überzeugung, dass es möglich ist, einen Ausweg aus Depressionen und Suizidalität als auch der lähmenden Trauer nach einem schmerzlichen Verlust zu finden. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es ein Karma gibt. Jede Wirkung hat eine Ursache, jedes Handeln hat eine Wirkung. Es gibt etwas, das allem, was passiert, einen Grund zuspricht. Nichts passiert einfach so. Alles steht in einer Beziehung zueinander. Das hilft mir zu akzeptieren und auszuhalten. Deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass auch nach der Zeit der schlimmsten Tragödie oder in einem Leben, das sinnlos und ohne Zukunft erscheint, sich dann ein Sinn zeigen wird, wenn man sein persönliches großes Ganzes, quasi die Lebensschau, neu und mit anderen Augen betrachtet und mutig die Konsequenzen daraus zieht. Die Suche nach dem roten Faden im Leben und darauf zu reagieren. Unter solchen Bedingungen werden sich Menschen mit Suizidgedanken niemals öffnen und somit kann ihnen auch nicht geholfen werden. Es liegt an uns,
suizidalen Personen zu ermöglichen, ungestraft um Hilfe bitten zu können. Wir wollen uns nicht gemeinsam in der Trauer halten, sondern gegenseitig unterstützen und Wege zurück in ein Leben aufzeigen. Wir füllen eine Lücke, die Psychologen oder Selbsthilfegruppen nicht anbieten können. Ja sagen zum Leben ist vielleicht die schwerste Entscheidung, die man treffen kann nach einem Verlust. Auch dem Herzen zu folgen. Es gibt einfach keinen Grund, damit aufzuhören, zu träumen. Und noch viel weniger Grund gibt es, nicht daran zu glauben, dass auch Träume sich erfüllen können und Zeiten wieder besser werden. Es ist der Mut, den es braucht, einen Schritt weiter zu gehen. Auch ins Unbekannte. Auch in die Dunkelheit. Es ist der Mut, der das Handeln erst möglich macht. Das Wissen um eine Lebensaufgabe hat einen eminent psychotherapeutischen und psychohygienischen Wert. Wer um einen Sinn seines Lebens weiß, dem verhilft dieses Bewusstsein mehr als alles andere dazu, äußere Schwierigkeiten und innere Beschwerden zu überwinden. Loslassen bedeutet nicht zu vergessen, bedeutet nicht den Menschen loszulassen, den man geliebt hat, weil man kann nicht die vergessen, die zu einem gehört haben. Wenn ihr das gestern und das heute akzeptiert, dann könnt ihr das morgen frei gestalten. Jeder Baum steht für einen Menschen, der leben wollte und nicht mehr die Kraft besaß, gegen die Dunkelheit, den Schmerz, die Verzweiflung und die Perspektivlosigkeit anzukämpfen.